Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde angespielt. Und ja, die letzte Folge hat damit aufgehört, wie wir quasi unsere Klasse erstellt haben und hier rausgekommen sind. Und jetzt will ich doch mal dieses kleine Viech hier, was ich hier habe, anspielen. Wie findet ihr es? Ich find's wunderschön. Ich habe als Klasse diesen Pionier gewählt. Wo kann man das denn nochmal sehen? Als Klasse diesen Pionier. Wir befinden uns übrigens in der Free-to-Play-Closed-Beta. Das hatte ich in einem Gameplay davor auch schon gesagt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das wird ja jetzt Free-to-Play irgendwie und davon gibt es jetzt hier die Closed-Beta. Und ja, wir starten jetzt einfach mal durch und ich habe hier eine Anmeldebelohnung. Die würde ich natürlich direkt einfordern. Danke. So, mal mit der guten Quatschen hier. F. Sei gegrüßt, Bürger. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Klicke hier, um die Quest anzunehmen. Verzögerungen wären äußerst ungünstig. Wenn du dein Ziel anklickst, bla bla bla. Das brauche ich nicht. Raus aus den Feldern. Wo muss ich hin? Da hinterher, oder was? Hey! Wie so ein Flummi hier. Yay. Hat es Veränderungen gegeben? Was muss ich jetzt machen? Hat es Veränderungen gegeben? Begib dich zum Reakklimatisationsbereich. Aha. Möglicherweise beeinträchtigte Bürger sind im Zerebralscanner. Achso, da oben ist, sehe ich jetzt auf der Dings eine 1. Da muss ich wohin? So, jetzt habe ich diesen komische Konsole aktiviere ich jetzt. Okay. Aha. Jetzt muss ich wahrscheinlich so ein paar Übungsschüsse machen oder so. Gehe ich zumindest von aus. Guten Tag. Hallo. Oh, Gegner. Ich hätte mich jetzt aber fast erschrocken, Freunde. Vernichte Jailens Phantome. So, was muss ich jetzt machen mit 1? Aha. Das habe ich schon mal vernichtet. Was war das denn jetzt? Warum habe ich jetzt diesen komischen Anzug an? Ich habe R gedrückt. Okay, ich habe die alle jetzt zerstört schon. Fähigkeit klingt ab. Das mit dem Exo-Anzug habe ich jetzt noch nicht so ganz geballert. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich ein Lob aussprechen darf. Aha, ich muss hier auf jeden Fall immer weiter. Ich muss mich so ein bisschen an dieser Minimap da oben entlanghangeln. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jawohl, mein Kaiser. Nicht vollbracht. Rüstet euch für den nächsten Schritt. So, da oben muss ich hin. Doch alle Bürger so wie ihr. Zu eins. Oh, ab ins Weltall jetzt, oder was? Aha. Stehe. Seid gegrüßt, mein treuer Bürger. Nach einer langen, beschwerlichen Reise durch Raum und Zeit liegt der Planet Nexus endlich vor uns. Naja, den wollen wir uns ja einnehmen, den Planet Nexus, wie ich das kennengelernt habe. Das Dominion hat Zeiten der Dunkelheit hinter sich. Doch ich schwöre beim Blut der Eldana in meinen Adern, dass ich das Imperium in ein neues Zeitalter des Ruhmes führen werde. Oh. Hier, auf dem heiligen Boden unserer Ahnen. Bürger wie ihr machen dies möglich. Bereitet Bürger? Ich dachte, ich bin was Besonderes. So, Freunde. Jetzt will ich immer mal weiter hier. Also, wo muss ich hin? Gut finde ich schon mal, dass man hier relativ schnell rennen kann. Nichts Schlimmeres, als so langsam hier rumzuschleichen. Tschu. Tschu. Moin. Chua, wie ich? Chua, sprich mit Mondo Zax in Mondos
Achso, das habe ich jetzt gerade geschafft. Mondo traut dir nicht. Ich habe jetzt wieder was aktiviert. Oh, jetzt muss ich ja Gegner töten, was? Beim Zahnrad des Beskalor. Ich habe hier dieses Quest-Ding. Warte mal, kann ich das nicht irgendwie verschieben oder so? Aber es war hinter der Kamera, deswegen konnte ich sie erst jetzt nicht sehen. Aber irgendwie finde ich das mit diesen Quests, dass man die sich die anzeigen lassen kann, sollte irgendwie ein bisschen cooler sein. Wie komme ich jetzt da durch? Ich muss sie irgendwie töten dahinter. Achso, hier sind ja auch welche. Aha. Ah, hier kann man sich durchschnitzeln. Habe ich denn irgendwie auch ein Outfit oder so? Ich weiß das doch alles nicht, Freunde. Ah, da hinten ist noch einer. Jetzt verwandle ich mich mal wieder. So, die habe ich vollendet. Jetzt muss ich mal weitergehen hier wieder. Das mit dem Anzug finde ich aber auch noch crazy. Okay. Wir müssen jetzt rein. Verhaltensforschungsanlage. So. Oh, das liegt. Wollte ich gerade sagen, warum leckt das hier so? Das baut gerade alles noch auf. Sprich. So. Auf zu größer. Das haben wir geschafft. Oh, verd- du bist eine Stufe aufgestiegen. Irre oh. Leistung, Süßer. Oh, eine Stufe aufgestiegen. Oha. Neue Klassenfähigkeit, Impulsentladung, Stufenaufstieg, neue Klassenfähigkeit, Stromschlag, neue LAS-Platz, zwei freigeschaltet. Ist das meine Explosionskraft hier? Ah, dafür brauche ich diesen Exo-Anzug, um da irgendwie so eine Explosionskraft zu nehmen oder zu haben. So, jetzt muss ich ja vorne auch noch eine Quest annehmen. Was ist das hier für ein crazy Bereich? Welche Modrisch-Angreifer muss ich jetzt hier? Ach, hier, komm. Aber man kriegt ja Explosionskraft, auch durchschießen, sehe ich gerade. Oh, hier wird aber gut vernichtet. Oh ja. Jawohl, den haben wir aber auch hart auseinandergenommen. Drei Wellen besiegt. Jetzt muss ich weiter hier, oder was? Oder wohin geht's? Und wieder zurück. Götter im Himmel. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ach so, wenn da so diese blauen Pfeile da oben zeigen mir auf, wo eine Quest ist. Verstehe. Ich will wissen, was du weißt. Ich will wissen, was du weißt. Zu kontrollieren. So. Ruhm den Furchtlosen. Wohin mit mir? Da hinten. Das Quest-System, da bin ich irgendwie noch nicht so von überzeugt. Töte sie alle! Wie, töte sie alle? Wen muss ich jetzt töten? Setzlinge? Ach, man kann sie noch weiter rauszoomen. Oh! Okay. Ich wollte hier nur ein paar Setzlinge kaputt machen. Lass mich doch. Ja.
Alter, Bord. Oh, was ist das denn für ein schönes Viech? Irgendwie ein Pferd oder so. So, das habe ich jetzt schon geschafft wieder. Anscheinend. Also wieder zurück. Hast du mir was zu sagen? Sage ich nicht. Ach so, man muss nicht mal immer zurück zum Questgeber. Ich konnte jetzt gerade C drücken und dann war das auch weg. Und jetzt raus und ein paar Arschtritte verteilen. Oh, Stufe 3, neue PvP-Funktion. Duelle. Eine Klassenfähigkeit, Schocken. Bodentransportmittel. Hoverboard, yeah. Das hört sich alles sehr geil an. Gucken, wie sich das... Boah, hier leckt es aber jetzt krass. Was ist denn hier los? Warum leckt das denn hier so? Da bist du ja blind. Was ist denn hier? Oh. Okay, damit kann ich Leute betäuben. Oh. Ah. Uiuiui. Ich hau drauf, was geht. Geh raus hier. Was mit diesem Aussehen? Muss ich den wegmachen oder so? Das ist ein richtig krasser Gegner direkt zum Anfang. Wow. Bin ja fast schon tot. Boah, ich hab's geschafft, Freunde. Irgendwie hab ich's hinbekommen. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich tun? Weg von hier, oder was? Hätte die mich nicht kriegen dürfen? Achso, die muss bei mir bleiben, okay. Dann komm mit. Dann komm mit, Mädchen. Okay, beendet. So, ich muss jetzt mal kurz hier Bilanz ziehen. Ladenfront. Ach, guck mal, hier kann man noch so ein paar Sachen kaufen, verstehe. Was ist das hier noch? Aufträge. Aha, PvE, PvE, bla bla bla. Okay. Charakter. Aha, das sind meine Sachen. Inventar habe ich noch gar nichts bekommen. Meine Wumme. Das sind meine Sachen. Okay. Das ist easy. Das verstehe ich. Was gibt es denn hier noch? Rufe. Habe ich hier so nicht so viel. Und ich glaube, es geht aber extrem tief hier, wenn ich mir das alles so angucke. Karte. Okay. Kann man noch hier so machen? Tägliche Anmeldebonus, das freue ich mich. Was ist das hier? Was hätte ich glaube ich nicht machen sollen. Ne, komm, da werde ich jetzt erstmal raus. Ich brauche keine Glitzis. Lass mal. Wie kann ich denn das hier verschieben? Hier unten ist noch so ein Questlog. Ich weiß nicht, ob da gerade meine Maus drüber ist. Oben. Da ist er gut. Da soll er hin. Und dann nur Quests, bitte. Nee. Ach so, nein. Ach, egal. Okay. Das ist auf jeden Fall... Ja, Wildstar. Ich bin da noch nicht ansatzweise drin in dem Spiel, aber ich denke, einen ersten Eindruck kann man sich hier schon machen. Das ist ein sehr schnelles Spiel, also man kann hier richtig rennen wie so ein Verrückter auf jeden Fall. Und manchmal leckt das aber auch krass hier in den Städten, ich weiß gar nicht warum. Das ist der Dude, den ich mir gemacht habe. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich bin ja momentan auf der Suche nach so einem anderen Spiel. Guck mich an, Junge. Und kann er tanzen?
Ja, aber selbstverständlich kann er dancen. Und wie? Okay, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet und ob ihr schon länger Wildstar spielt und oder das schon erkennt oder was für Klassen ihr spielt. Ich bin an alles an allen Sachen sehr interessiert und wenn euch das gefallen hat, gebt mir auch gerne einen Daumen hoch, das hilft mir sehr weiter. Und ansonsten würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt sauber. Ciao, ciao.